Hallo YouTube, moin moin Freunde und Community, ich bin der Smarty von Smarty Let's Play und melde mich aus meinem Kurzurlaub mit richtig gebürtigem Knall zurück. War das eine Nacht, ist das ein verschärfter Spot? Im Video präsentiere ich euch die extremste Möglichkeit, so viele Trophäen wie nur irgendwie möglich in so kürzester Zeit wie nur möglich zu farmen. Alle Infos natürlich gleich im Video. Ich wünsche euch einfach erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung. Ein Tipp zum Schluss, achtet bitte auf die Kapitelbeschreibung. Es gibt Infos zu meinem Livestream und zu Discord. In dem Sinne, viel Spaß und gute Unterhaltung. Nochmals ein Willkommen, ich bin der Smarty, ihr seid auf Smarty Let's Play. Dieser Spot und das, was ihr seht, ist Endgame-Stuff. Seid ihr Level 3, 4 und 5 und habt die Story noch nicht durch, könnt ihr das nicht so spielen, wie ihr es jetzt hier seht. Ihr könnt auch, aber eure Ergebnisse sind bei weitem nicht so, wie wenn ihr die Story beendet habt. Das Problem ist ja für alle, ich habe eure Rufe und eure Nachrichten gelesen, dass wenn ihr eine Jagd triggert auf dem Level, ihr die Schattenjäger kaum tot kriegt. Ich habe es selbst ausprobiert und ja, es war mir nicht klar vor Ende der Story, wie viel Leben die Schattenjäger dazu bekommen. Unfassbar. Habe mich aber schon ein paar Mal aufgeregt, kommen wir auf den Punkt. Ich habe einen Weg gesucht, trotzdem so viele Trophäen wie möglich zu sammeln, ohne den Stress. Und das habe ich gefunden. Der Trick ist schnell und kurz und einfach. Den Spot kennt ihr, paar Mal schon präsentiert. Hier seid ihr safe. Die Infizierten können nur von einer Seite, wenn überhaupt, reinkommen. Im Käfig seid ihr hier, also in dem Innenbereich, seid ihr sicher. Ein Dank geht an den FK, an den Dr. Soldberg und hier an den Deadpool, die mich supportet haben bei dem Video. Lieben Dank. Kommen wir darauf zu sprechen, was der Trick ist. Ganz simpel, wir setzen Sprengpfeile ein. Damit erzeugen wir Lärmquellen, ähnlich wie die Fleischköder, und locken die Infizierten ganz speziell nur auf eine Seite des Spots. Weil wir auch alle auf der einen Seite stehen, kommen gar keine Infizierten von hinten. Alle Infizierten, die wir triggern, kommen genau dahin, wo ihr es jetzt schon im Video gesehen habt. Und das nutzen wir natürlich schamlos aus. Gerade natürlich in der Kombination, wenn ihr in Koop geht. Wenn ihr das hier zu dritt oder zu viert macht, kommen hier Zombie-Mengen. Ich lasse jetzt gleich einfach mal kurz und knapp so ein, zwei Minuten mit ein bisschen Musik für euch laufen, dass ihr einen Eindruck vom Gameplay bekommt. Und dann fasse ich nochmal schnell alles Wichtige für euch zusammen. Soll ja ein kurzes Video bleiben. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah, you know me. I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I've won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never
give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Ich glaube, es sagt schon genug, wenn ich das Looten mit höherer Geschwindigkeit euch präsentieren muss, wie genial der Spot ist. Looten dauert länger als Farmen, auch nicht so oft im Game, aber fassen wir schnell nochmal zusammen. Den Spot habe ich euch gezeigt, Endgame, Vorteil zur Jagd natürlich. Die Gegner fallen etwas leichter. Wir sind hier auf Level 8 gewesen, Schwierigkeitsstufe normal. Also gerade natürlich zu dritt und zu viert haben wir hier viel mehr Gegner getriggert und gespawnen lassen. Das führt natürlich zu dieser Kombination, aber auch unabhängig davon, selbst wenn ihr Solo seid, die Sprengpfeile mal zu nutzen, nur um Trophäen im Endgame zu farmen, ist absolut, wie ihr gesehen habt, effektiv. In eigener Sache zum Schluss, Livestream-Ankündigungen. Gerade E-Mail bekommen. Mein Paket mit den letzten Sachen der neuen Webcam kommt erst morgen am Freitag. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon am Wochenende den Livestream schaffe. Nächste Woche aber garantiert. Guckt bitte in Discord rein. Auch hier nochmals der Hinweis. Die Giveaway-Aktion auf Discord ist abgeschlossen. Die Gewinner stehen fest. Schaut bitte rein, ob ihr gewonnen habt. Bis Sonntag läuft noch die Frist. Neue Aktionen kommen natürlich auch noch auf Smarty Let's Play. Wie gesagt, ab kommender Woche Livestream. Nächste Woche wird es einen Testlauf geben. Wer Lust und Laune hat, achtet bitte auf meine Videos. Am Sonntag gibt es dazu spätestens noch weitere Ankündigungen mit einem genauen Sendetermin und Sendeplan, wann ihr mich live sehen könnt. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch erstmal alles Liebe, alles Gute. Wir hören und sehen uns. Ich bin raus. Tschö, tschö.